Folge vom Gedankenpacking. Die Idee, eine PET-Flasche in eine Dusche zu verwandeln. Man schneidet sich den Boden ab. Wenn man möchte, kann man ein Stückchen anlassen. So. Dann füllt man hier das Wasser ein und hängt diese Dusche einfach an ein paar Zweige. So, dann möchte ich das mal kurz demonstrieren. Das soll ja auch ein bisschen Spaß machen. Ich habe das für heute in der Rare nicht gemacht. Also, man öffnet also die Kappe und es fließt Wasser hervor. Und man kann so jetzt wunderschön beide Hände benutzen, um sich sein Haar bei fließendem Wasser zu waschen. Ich habe jetzt noch nicht mal einen halben Liter verbraucht, um das Haar nass zu machen. Jetzt käme die Einseif- oder Einschampen-Phase. Wir denken uns das jetzt mal so. Und anschließend noch einmal Käppel ein bisschen auf, die Ausspülphase. Ah. Frisches Quellwasser mitgebracht. So. Läuft, funktioniert also wunderbar, die Zeit reicht wirklich aus. Und so einigermaßen mit 1,5 Liter Wasser zu waschen. Ein kleinen Rest drin. Eine Variation dieser Idee ist, eine zweite Kappe zu tragen, mit einer heißgemachten Nadel ganz fein zu perforieren. Der Nachteil dieses Duschvorsatzes ist dann allerdings, dass man das nicht stoppen kann. Man kann also nicht den Wasserhahn quasi zudrehen. Und sich so in einer ganz kalten Jahreszeit kann man sich dann also das Wasser auch erwärmen, einfach kochendes Wasser dazu gießen im Laufe des Prozesses. So hat man auch. Also gerade in der kalten Jahreszeit kann man sich die Haare dann mit warmem Wasser waschen. Zwei Flaschen übereinander, die erste Flasche für die Vorwäsche. Da seift man sich ein und die zweite Flasche dann mit der Kappe geöffnet, also die dann in die erste hineinfließt für die Nachwäsche.